Moin Moin und herzlich willkommen in Hamburg. Wenn Sie gedacht haben, dass es regnet, haben Sie sich getäuscht. In Hamburg scheint die Sonne, es ist schönstes Wetter und wahrscheinlich nur, weil wir heute hier mit Koch des Jahres sind, zum vierten und letzten Vorfinale des Wettbewerbs zum Koch des Jahres 2011. Mir wurde gesagt, dass man in Hamburg sehr gut essen kann und dass die Leute in Hamburg auch sehr gut kochen können. Das schauen wir uns jetzt mal an. Habt ihr ein Lieblingsrezept? Mein Lieblingsrezept? Was Einfaches. Und was? Pfannkuchen. Ja. Ich auch. Auch Pfannkuchen? Ja. Wäre ich fertig gerichtet. Also. Was gibt's vorm Eis? Bier. Bier? Zu essen? Was kocht ihr gerne? Gar nichts. Wir gehen nur essen. Kochen Sie? Gerne. Nein. Kochen Sie? Sie kocht. Hallo, kocht ihr? Nein. Was gibt's denn hier in der Landschaft noch so zu essen? Oh, Fisch. Fischbrötchen, Fisch. Alle Arten. Das ist typisch Hamburg. Currywurst. Schnitzel. Okay, Currywurst ist Berlin und Schnitzel ist Österreich. Was esst ihr vor dem Bierchen? Essen? Nee, das, was wir essen, können wir auch trinken. Wir suchen den Koch des Jahres und hier nach Hamburg ist sogar die Fregatte Hamburg der deutschen Bundeswehr gekommen, um uns dabei zu helfen. Sind Sie der Koch des Jahres? Hallo da hinten, sind Sie der Koch des Jahres? Ja, bin ich, ja. Und was kochen Sie gerne? Spätzle. Hallo, wir suchen den Koch des Jahres. Haben Sie ein Rezept, das Sie gerne kochen? Nee. Sie kochen gar nicht? Ja, etwas, aber nicht viel. Also werden Sie bekocht? Nein, auch nicht. Sie essen nicht? Ich lasse gerne kochen. Koch des Jahres! Koch des Jahres! Bislang haben wir den Koch des Jahres noch nicht gefunden. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir ihn vielleicht von da oben aus sehen. Wir stehen hier vor dem Unilever Chefmanship Center in Hamburg und da drin kochen die Teilnehmer um die letzten zwei Plätze für das Finale auf der Anuga am 10. Oktober in Köln. Wir gehen sie mal besuchen. So, jetzt sind wir in der Küche mitten im Geschehen. Wir schauen den Teilnehmern mal ein bisschen über die Schulter. I'm
letzte Vorfinale läuft, möge der Beste gewinnen. Night. There is far to go now. Let's not.